Moment, was steht denn hier drauf? Das kann doch niemals stimmen. 432 Fake Street unten am Mala Vista Drive? Soll das... Kann nicht sein. Alter, ist das eine Villa, Mann. Wie was? Wer will denn doch schon wieder in meinem Pillermann? Wochenlang nicht gesehen und er will direkt ein paar Pillermans in seinem Mund haben. Naja, weißt du, das war damals, ich habe 72 eine Firma gegründet, ne? Da haben wir die kleinen Pillermans noch verkauft, ne? Aber die wurde dann aufgekauft von Alois Adler 10 Jahre später, 82, ne? Und seitdem heißen die Adermans, ne? Die gibt's jetzt aber, die sind günstiger geworden, na klar, in der Massenproduktion, aber die passen ja auch bei Kindern in den Mund, ne? Das war damals bei den Pillermans noch nicht so. Was hast du, wieso? Wieso? Ja, weil du ein sehr kranker Mann bist. Wieso schlägst du diesen armen Mann? Der arme Mann, der hat nur gegessen und du schlägst ihm... Der hat nur gegessen, der hat sich einen Adermann-Kitz in den Mund geschoben. Er wollte gerade seinen Adermann genießen und du... Weißt du, wie verkehrt sich das anhört, sich einen Adermanns-Kitz zu gönnen? Nee. Was ist denn daran so verwerflich? Alles, das ist doch lecker. Das ist einfach böse. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Warum spielen wir dieses Spiel wieder? Greis heute so unwissig geil, Adermann Kids bei Paints? Keine Ahnung, Alter. Was ich sag so, nee, was eigentlich machst nicht. Du hier? Eigentlich, was mache ich hier? Ich rette dein Leben. Naja, also so jetzt so hart gerettet hat er mich jetzt nicht, mal, ne? Hier, der Biker mit dem... Boah, er hat mir eine Schelle gegeben. Vorsicht, da, der hat einen Knüppel. Ja, der Biker ist richtig fies. Der Biker, ich kick ihn. Gefühlt wieder halb tot. Ich kann ihn nicht kicken. Oh, Der wollte mich, er will mich immer noch. Hier kommt irgend so einer mit so einem komischen Shaggy-Shirt. Shaggy-Shirt? Ja, er hat ein Shaggy-Shirt an. Alter, das ist aber so, hier, die Grafik ist ja schon ein bisschen gemorpht, oder? Ich weiß nicht, aber es kommt ja bald die Morpher-Edition, ne? Also wir wollten ja eigentlich so eine coole Morphe-Beta spielen. Eigentlich wollten wir die coole Super-Morphe-Beta spielen, aber es ging leider nicht zusammen. Nee, die ist noch so früh in Beta-Status, dass wir sie noch nicht spielen können. Aber wenn sie kommt, dann wird sich euer Leben verändern. Adermann wird auf ein neues Level gehoben. Alter, was macht der hier? Der Pimp! Mit Adermann extra dry. Für den Adermann. Modernen von Mann. Was? Von dem modernen Vormann? Ja, für den modernen Vormann. Vormann. Kennst du nicht? René Vormann, kenn ich doch. Mann, warum stirbt der Biker denn nicht? Ich will seinen Knüppel! Ich will den Biker tot sehen, aber er stirbt einfach nicht. Und da drüben ist ja noch eine Villa, wo wir rein müssen irgendwann, ne? Okay. Ja, da ist noch eine Villa, aber wir müssen ja erstmal hier draußen. Ja, aber keiner stirbt. Die Reinigung, klar. Guck mal, sind schon voll viele gestorben. Ja, und an dem hier, der zerbricht alles an seinem Gesicht. Der hat ein Schnitzel, das Gesicht. Schnitzelface. Pieface. Warum immer so ein Turbo-Kick? Warum sind jetzt auf einmal zwei Zuhälter da? Guck mal, hier stehen richtig viele rum. Ist das eine Zuhälter-Convention? Ja, Zuhälter weinen nicht. 2019. Ey, Alter, der geht aber auch nicht tot hier. Nein, ich sage, diese drei vier Zuhälter. Vier. Vier? Irgendwie duplizieren die sich. Alter. Komm her. Duplo-Hälter. Die Duplo-Hälter? Ich glaube, der lebt auch noch, der da unten, oder? Mit einem leichten Hauch von Waffelschmack. Ja, klar. Hat ja Waffelschmack im Mund. Weiß nicht, ist er jetzt tot? Was ich weiß nicht. Da? Dem einen habe ich sein Gesicht entfernt. Okay, wir entspannen uns alle mal und gucken mal. Wer steht auf? Ich glaube, der ist tot. Ja, der ist tot. Wer steht auf? Keiner mehr. Okay, der ist auch tot. Ja, jetzt müssen wir da rein. Dann kommt der nächste Spaß. Oh, Alter, die große Speiklöppelvilla da oben. Ja, die kommen ja schon raus. Haben wir noch irgendwelche Knuppels? Knuppel. Aber voll Knuppel? Ich weiß nicht. Oh. Wie viele kommen denn da? Hier ist irgendwie eine Spur von Durchfall vor der Tür. Oh, der hat einen Kö. Die süße Kö. Ey, ich habe eben die Flasche durch ihn durchgeworfen. Ist flaschenresistent. Ich habe so leichte... Manchmal ruckelt so und dann wenn, dann verschwinden manchmal Leute. Siehst du gerade, was da rauskommt? Alter, was ist denn da los? Er hat auch einen Kö. Das der asiatische Kö-Meister. Gang. Die Billard-Crew. Jetzt ist es auf einmal eine Billard-Convention. Gerade waren hier noch überall Zuhälter. Okay, was machen wir? Boah, keine Ahnung, ey. Hier ist nichts mehr. Ich finde nichts mehr. Ich finde nichts zum Werfen. Ich finde nichts zum Schlagen. Nee, wir müssen rein, Alter. Kann da nicht noch ein paar Hendrix sein? Ein paar Hendrixens? Au, oh, okay. Der hat mir schon mal eine ordentliche Schelle verpasst hier. Er hat die Flasche einfach weggesteckt. Ja, er hat es einfach in den Mund genommen. Seinen garstigen Anus. Genuss okay, wir müssen rein. Ich würde sagen, wir shockwaven uns durch. Da habe ich mal schön weggetreten. Achtung, da kommen sie aber raus. Jawoll, den habe ich aber noch gekillt hier. Schön mit der Flasche am Boden. Einmal reingeschockwaved.
Second Wave. Band spielt. Die Band. Die Band spielt bis zum Schluss. Okay, warte mal. Hier sind Messer. Es werden immer mehr hier draußen. Ein Messer. Und komme hier nicht raus und bin fast tot. Wahnsinn. Nee, ist ja richtig ekelhaft. Es fängt doch mega an zu ruckeln. Auf einmal ist los. Ich muss hier raus. Double Ditch. Ich komme nicht raus. Der Double Ditch Meister. Spring. Mach irgendwas. Hier geht's nirgendwo raus. Ich habe mich versteckt in der Küche. Ich bin jetzt in der Ich bin tot. Alter, da stirbt er. Alter, nee, wir müssen uns da Waffen holen. Bevor wir die reizen, müssen wir Waffen irgendwie rausholen. Und die irgendwo draußen deponieren. Was meinst du? Waffen rausholen. Okay, warte, ich lass mich eben abschlachtern. Weißt du, wir deponieren die. Auf der Toilette gibt's eine Machete. Ey, toll. Und hinten sind Messer. Ja. Wir deponieren die. Ja, wir werfen die alle in diese kleine Führerkabine. Als hätte jemand Zeit, um irgendwas zu deponieren. Die werden doch direkt aggressiv. Ja, nein, werden sie nicht. Guck mal, alle chillen. Wenn du nicht von deinen alten Wurstgeschichten erzählst, bleiben die alle ruhig. Erstens sind das Frischwurstgeschichten. Guck mal, jetzt nehme ich hier einfach mal schon mal. Guck mal, hier ist. Waren wir noch nie drin. Hier. Zack. Komm mal hier rein ins Klo. Komm mal hier rein ins Klo. Ja, wo bist denn du? Hier. Ja, da ist noch ein Messer neben der Schüssel. Hier. Da haben wir schon mal zwei Waffen. Dann schlitzen wir halt einfach die erste Horde schon mal weg. Ja gut, aber ne, da kommst du dann haben wir noch die ganzen Baseball-Knuppels. Sollen wir losschlitzen? Dann schlitze ich jetzt die oben auf der Veranda weg. Ja, weil wir können ja auch nicht hier... Wir können ja auch nicht ablegen, die Waffen. Dann sammeln die ein, ne? Oh, hier draußen Dreckschlägerei. Ja, genau. Wir müssen jetzt direkt hier... Bam. Ich hab schon mal ein bisschen auf der Veranda gesäubert. Boah, wir müssen auf jeden Fall mehr Leute killen, weil sonst bricht hier alles ein. Aber die Machete macht ja schon mal geil. Die Machete ist kaputt gegangen? Ja klar geht die kaputt. Aber nach so, warum sind die denn alle so wack? Wir waren doch viel härter, die Waffen. Das hat irgendwie voll an Qualität verloren. Damals. Achtung, der hat einen Baseballknuppel. Vorsicht. Bam. Achtung, der hat einen Kö. Wir haben keine Chance. Boah, der ist robust, der eine. Alter, hier hängt einer in den Gitarren fest und verursacht Geräusche und... Kriegt hier noch jemand auf? Ich weiß nicht. Der hier drüben, ja. Okay. Ich steh noch auf. Geschäftsmann ist tot. Jetzt mache ich die hier in der Kabine. Beide Kabinenboys sind tot. Da kommt einer mit dem Kö. Oh. Vielleicht von hinten, du von vorne. Ist das Haare oder ist das Kot? War das der Rest von seinem Afro oder war das Kot? Er hält noch einen Stuhl fest. Also einen richtigen Stuhl. Jetzt kommen diese komischen Black Boys. Der Black Boy Club die kommt Black, jetzt. Black Biker Club. Der Black Bike Club. Immer noch kein Leben verloren und es sind schon recht viele gestorben. In the Shadows. Es sind schon einige jetzt draufgegangen auf jeden Fall. Bam, von hinten treten. Hinten treten! Zack. Nehme ich hier seinen Teller und Stuhl! Und bam! Bam! Stuhl! Er stirbt nicht. Der Popcorn-Verkäufer aus der Hölle! Oh nein! Ey, ich habe ihm eine Gitarre in den Mund gesteckt. Ihm hat's gefallen. Ihm hat's gefallen, er mochte es. Endlich. Jetzt noch den Popcorn-Verkäufer. Komm schon, hier muss der tot? Hier muss doch noch irgendwas liegen. Okay, der ist schon mal kaputt. Hat der da oben einen Katana? Ah, nee. Nur ein Billardstick. Nur, sei froh. Andere Leute wünschen sich Billardsticks. Boah, hier ist ein Knuppel. Ich weiß. Vorsicht. Boah, von hinten. Geht wieder auf. Bam. Okay, ich werde jetzt etwas tun. Ich hoffe, ich gehe dabei nicht drauf. Wow, wow, Alter. Komm schon. Was hat er denn da gefunden für eine Waffe? Berserker kurz angemacht. Ach so. Hat auf jeden Fall eine Menge eben gerade weggeklatscht. Hier sind noch Gitarren. Das sind Hendrixen. Einen habe ich mit der Gitarre gut bearbeitet. Ich habe sein Waffelgesicht geknetet. Sein Waffelface. Ah. Oh. Alter, was ist los hier? Waffelmann. Warst du schon wieder im Berserker-Modus? Nein. Weil du das so beleuchtet hast.
Irgendeiner lebt hier noch. Der, boah, von hinten. Irgendwer hat keinen Kopf. Alter, was hier draußen los ist, ne? Wie es abruckelt bei mir. Geht's ja auch richtig hart ab. Hast du nicht so viel Energie, dass du Berserker oder sowas anwerfen kannst? Smiten kann ich. Aber Smiten ist scheiße. Ja, aber Berserker ist halt gefährlich. Ja, aber ab und zu muss man eben auf Risiko. Ich meine, am Ende musst du es wissen. Ich habe eben mit einer Berserker gut weggeholt. Es sind schon einige mit Waffen hier, die hier rumlaufen. Was ist, wenn du erst eine Shockwave machst und dann Berserkerst du rein? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wieder eingetötet. Warum stirbt er nicht? Alter, selbst mit Berserker, der ist nicht tot gegangen. Ja, einige sind richtig krass. Ich musste bei dem einen Biker auch locker 10 Mal auf die Fresse geben. Guck mal, der hat gar kein Gesicht mehr. Und trotzdem macht er aber... ich wurde von der Seite getroffen. Ich bin schon fast tot. Ich kann kein Risiko mehr eingehen. Das ist die härteste Karte der Welt. Alter, wie viel Leben hast du noch? Ich, ja, noch fast voll. Ich bin fast leer. Gibt's nicht. Ich steck dem hier ein Stäbchen in den Mund und er lächelt mich an. Freut sich. Okay, jetzt habe ich mir erstmal hier so einen Knuppel besorgt. Alter, überleg, bist du drin in der Villa? Ich war gerade kurz drin. Da noch viel? Ja. Alter, was hier, aber was hier draußen? Boom, ich habe einen weggetreten. Er hat so einen Drehschlag gemacht und hat mich voll erwischt. Ja, ja, die sind richtig fies. Dreh dich mal auf den hier. Bam! Nachtreten schnell. Zack. Mit der Gitarre. Zack. Moment, bin ich hier der Mann, der nur mit Fuß und Hand arbeitet. Fuß und Schmand? Oh Gott, mich hat schon wieder einer getroffen, Alter. Ja, du musst sau vorsichtig sein. Du kannst hier in diesem Haus nichts machen, ohne von allen Seiten aber auch irgendwie gestrichert zu werden, ne? Oh, Alter, was geht denn hier ab? Hier geht's ja richtig zur Sache. Gibt's nicht irgendwo eine Shotgun oder sowas? Wahrscheinlich nicht. Ja, weil, weißt du, die haben einfach gemerkt, die beiden sind zu gut. Ja, die Mörder-Szene wollte es schwerer machen. Boah, der hat einen Mikrofonständer in der Hand. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Oben ist nur ein Schnitzel, mehr kriege ich nicht. Hier oben geht's halt voll ab. Ich trete immer wieder rein. Ich trete einfach immer wieder rein, ja. Ich versuche hier irgendwie den Vorhof zu säubern. Ich bin mittendrin im Geschehen, Alter. Weil hier sind noch voll viele, also hier sind... Ja, hier auch. Ist jetzt nicht so, dass ich hier rumstehe und mir denke, ach ja, könnte ein bisschen mehr los sein. Ich glaube, ich habe wieder einen gekillt draußen. Hörst du das? Okay, mein Smite ist ready. Ich werde jetzt, glaube ich, mal reinsmiten. Testen wir es. Bam, 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 bam. Komm schon. Irgendjemand hat mich schon wieder von hinten getroffen. Woher kommen die denn jetzt schon wieder? Die kommen überall hier aus Ritzen. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ja, aus jeder Ritze kommen irgendwie 10 neue. Ja. Und du denkst dir immer wieder, oh, jetzt ist mal wieder ein bisschen ruhiger und dann kommen wieder welche um die Ecke irgendwie. Ja, gibt's doch nicht. Alter, was hier los ist, Junge. Hardest Snap. Der hat eine Flasche. Hätten wir nicht irgendwie den großen Hello Kitty Inselspaß zuerst machen können? Den gibt's leider nicht. Oh, der hat einen Baseballschläger, den hätte ich super gerne. Das Komitee hat gesagt, der große Hello Kitty Inselspaß ist zu leicht. Was hält denn der aus? Easy. Okay, wo ist dieser Afro-Mann, der mich jagt? Okay. Ich werde die ganze Zeit von so einem tollwütigen Afro-Mann verfolgt. Ich sehe nur so einen tollwütigen Nackten. So, der Afro-Mann ist endlich tot. Alter, der andere geht hier drüben hin, nice. Hier in der Küche gibt's mega viele Waffen, ne? In der Küche gibt's mega viele Waffen, aber es sind auch noch recht viele Dudes. Ja, ja, da stehen noch recht viele Dudes rum. Einen habe ich wieder geholt. Ich habe jetzt mal ein bisschen Aggro gemacht, damit die mal... Muss hier wirklich gekonnt von hinten... So, wieder einen weg. Noch einer weg. Langsam wird's. Man kann ja hier gar nicht gekonnt von hinten heimlich. Langsam wird's. Alter, wieder aber auch direkt... Guck mal, ich habe hier den letzten getötet in dieser Schmandecke, ne?
In der Schmandecke? Und er geht direkt weiter. Er sucht sich direkt das nächste Opfer. Er kennt da gar nichts. Das interessiert die Leute hier nicht mehr. Nee, interessiert die auch nicht. Nee, das sind voll die abgebrühten Wichser. Muss gucken, dass mein Smite wieder ready wird, dass ich da irgendwie nochmal rein smiten kann. Aber so richtig schön kräftig. Richtig schön kräftig smiten. Richtig rein smitten. Da oben steht auch einer auf einer Markise, den kriege ich auch nicht weg. Und ich habe Angst, weil der so einen langen Stock hat. Der hat so einen richtig langen Braun in der Hand. Dass der mich halt wegbiert. Boah, was geht denn hier ab? Lass erstmal unten alles säubern. Ich habe schon oben ordentlich durchgesäubert. Damit ich mal eine Waffe kriege, weil oben ist die Küche und da gibt es richtig harten Tobak. Ich bin jetzt hier bei dir. Vorsicht. Bring ja auch nochmal in die Küche rein, aber hier ist jetzt alles zerlegt. Ja. Hier war mal was, aber jetzt ist alles away. Man muss sich hier von einer Waffe zur nächsten klöppeln. Oh, wieder einen weggeholt. Oh nein, der Küchenmann! Oh. Einer hat eine Machete. Ja, die hängt hier durchs Fenster halb, ne? Warum kommt jetzt alle zu mir? Du hast sie aggressiv gemacht. Fuck. Hast du den Macheten, Johnny? Nee. Aber den Messerjockel. Oh, warum sind das so brutal viele Boys? Oh, ich hänge hier manchmal in den Ecken irgendwie. Oh. Nein, 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 nein. Oh, ich habe wieder ein bisschen was gekillt. Ich habe eben gesmited. Irgendwo noch ein Messer. Stück für Stück. Oh. Achtung, die wollen zu mir. Wollen straight zu mir. So, einen habe ich nämlich die Mutter beleidigt. Das war's von meinem Hackebeil erstmal. Von dem einen. Oh, dieser Zuhälter lässt mich nicht in Ruhe. Ich schuld ihm noch was. Ich schuld ihm noch was. Letztes Wochenende, der war Taco-Abend. El Diablo. Crazy Horse. El Diablo Fiesta im. Crazy Horse war Taco-Abend. Ich dachte, das wäre gratis Lippenabend, deswegen habe ich voll viel mir gegönnt, aber. Nix gönnen, nix gönnen. Nein, keine gratis Lippi. Mach nix gönnen. Da, der Zuhälter. Da ist, wir müssen den Zuhälter besiegen. Achtung, kommt irgendein Dude. Achtung! Bam! Bam. Ja, ich habe mir eine Machete besorgt. Ich habe Schnitzel. Alter, das ist Hardcore hier. Das ist ultra Hardcore. Ich bin eigentlich nur noch konzentriert, weil jeder Step mein letzter sein könnte. Ja. Bin aber auch ohne Fuck keine Waffe mehr. Oh, hier ist ein Knüppel. Und eine Armee kommt auf mich zu. Ja, hier liegt Scheiß Armee. Alter, er hat's direkt aufgehoben. Wie Assi. Was erwartest du? Das ist Glibber McGeezack. Vorsicht. Boah. Alter, wie ich hier rumfliege. Biker sind übelst fies. Die haben Messer. Weil die halten irgendwie mega viel aus. Oh nein! Boah, warum bin ich auf einmal so schnell? Es ruckelt gar nicht mehr so hart. Ja, weil die Gegner immer weniger werden. Wir machen ja schon irgendwie Fortschritte auf eine gewisse Art und Weise. Auf eine gewisse Art und Weise. Immer mal wieder hier so ein kleines Stecherli. Oh, er hat mir eine gegeben. Shit. Ich kann echt nicht mehr ran. Gib mir das doch. Kann hier nicht mehr rein, Berserken, einfach so. Nein, kann man nicht, kann man nicht. Also ich habe nur noch ein Nippelleben. John Lennon feiert hier seinen Geburtstag irgendwie. Oh, Alter. Verpisst euch doch. Hab mal ein bisschen Respekt vor der Band. Hab mal ein bisschen Respekt vor der Band. Ja, klar. Oh. Vielleicht einfach mal ein bisschen wieder. Irgendeinen habe ich da eben mit einer Flasche eben noch tot geworfen. Bisschen streuen. Bisschen hier. In der Küche ist nichts hinten mehr, ne? Da war noch was. Oh nein, jetzt kommt der Schwarze und will es wissen. Hackeball gefunden. Kacke geil? Naja, so kacke geil ist es jetzt auch nicht. Ich hab den Nackten erledigt. Oh, hier, Pimps Don't Cry. Er will Faustkampf. Ich hab da hinten irgendjemand mit der Gitarre wieder Hendrixed.
schmeiß dir so viele Gitarren in die Fresse, bis du tot bist. Alter, was macht der hier? Das ist mein Schlafzimmer. Oh, nice. So langsam sind wir im Kommen, oder? Ja, ja. Es ist nicht mehr so arg viel. Alter, wie der durchfegt! Boah, wie es hier draußen aussieht. Sag mal, bleiben die Leichen besser liegen? Also irgendwie, waren das schon immer so viele Leichen? So, steh auf. Oh Gott, ein Schlag mit der Gitarre. Er überlebt, Gitarre kaputt. Ja, klar. Wo ist er jetzt hingegangen? Ich hab ja noch heißes Wasser. Hat er keine Lust mehr, gegen mich anzutreten? Okay, die Treppe scheint clean zu sein. Ja, ich war ja noch nie oben. Ja, ja, ich hab hier oben schon ganz schön was geschnitzelt. Aber ich höre hier noch ein Klatschen. Ja, ach, es geht noch weiter hoch. Ja, es geht noch weiter hoch. Hier oben ist auch nicht mehr... Oh, fuck! Oh, und hier sind noch so Langwaffen. Mikrofonständer. Ständer hat er gefunden. Ja! Ja! Eine Zahl! Wir haben eine Zahl! Oh yeah! Oh yeah! Wir haben eine Zahl und Hocker. Aber das ist irgend so ein Katana-Mann da oben. Egal. Mockermann. Der Mockermann. Der Mockermann greift an. Moccacino. Sein kleiner Bruder Moccacino. Alter, hier ist eine aufgeschlitzte Nutze. Moccacino, der Meister. Wow, okay, Dach ist auch clean. Ja, muss noch irgendwas aufstehen da oben. Nee. Fünf Gegner, einer ist hier auf der Markise. Hier steht nichts auf. Ich höre aber noch Fleischklöppeln irgendwo. Aber niemand weiß wo. Gehen wir mal hier runter. Ah, hier, auf der Treppe. Hoppala. Ja. Wir lebten von denen noch. Hier sind noch zwei auf der Treppe. Einer geht jetzt runter. Hier ist ein Zuhälter. Hab meinen Zuhälter gekillt. Okay, das gibt wieder Ärger im Revier. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass die Karte so stressig wird. Mega stressige Kaum Karte. Kaum im Game schon die schwerste Karte wieder. Zwei noch. Aber ja, die sind hier oben. Die sind beide hier oben auf dem Dach. Die sind hart. Ja, einer ist so ein großer Hayabusa-Kämpfer. Yakuza-Kämpfer, ne? Naja, der Meister. Und der andere hier, den könnte ich aber noch schlitzen. Ich habe ein Messer gefunden. Okay, der ist down. Komm, ich gebe ihm all mein Messer. Alter! Messer ist kaputt. Messer kaputt. Von hinten getreten, aber es war nicht genug. Billardkugel. Ah, Mist, daneben. Pfanne. Ich schlage mit dem alten Topf. Alter, der Topf ist einfach in seinem Gesicht explodiert. Hinten sind noch irgendwie Sachen, oder? Stühle. Ein Aggebeil. Aggebeil? Bam. Nicht werfen, Alter. Ich kann nicht mehr ran. Ein Treffer und ich bin tot. Ja, ich auch. Aber ein Hackebeil kannst du nicht werfen. Wo ist es hin? Scheiße. Da kann man locker drei, vier Mal mit schlagen. Wir müssen gemeinsam drauf. Jetzt komme ich von hinten mit der Gitarre. Schnitzel! Ja! Oh, Schnitzel tot! Sau. Wo geht's denn hier raus? Mann, wir sind immer noch die besten Paints-Spieler EU West. Vielleicht auch die einzigen, aber. Nein. Da draußen gibt's eine riesige Paints-Fangemeinde. Boom! Yeah. 132 Ultra-Hardcore-Gegner ohne Schusswaffen oder andere nennenswerte gute Waffen besiegt. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr mehr sehen wollt von Paint to Town Realm. Tschüss! Wiedersehen!